Liebe Freunde, es ist schon wieder Samstag und das ist schön, denn es bedeutet, es ist Fundibi-Zeit. Ich hatte mal wieder ein bisschen Zeit am Park zu basteln und präsentiere euch heute die Ergebnisse. Und wie sind sie heute, die Ergebnisse? Sie sind heute sehr üppig, möchte man meinen, aber nicht in der Form von vielen Objekten und dass wir mega weit gekommen sind. Nein, üppig im Sinne von viele Pflanzen, eine schöne, ja, es sieht schön aus. Wie soll man es anders sagen? Es sieht einfach schön aus. Ich will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden heute uns hauptsächlich hier um den Übergang da kümmern zwischen Teetassen und Biergarten sowie der linken Seite. Damit geht es auch direkt los. Da kommen nämlich jetzt schon mal ein paar Kulissen hin. Ich wollte da auch Gebäude haben, aber in den Gebäuden wird nichts sein. Das sind wirklich nur Kulissengebäude, damit das Ganze hier schön aussieht. Und da wollte ich halt verschiedene Gebäude einfach reinmachen und habe einfach mal drauf losgebaut. Einfach mal ein paar Gebäudeteile hingeflätzt und mal geschaut, ob das denn am Ende passt oder nicht. Das könnt ihr mir natürlich wie immer in den Kommentaren schreiben, ob euch das gefällt oder eben nicht. Mir ist euer Kommentar natürlich immer sehr, sehr wichtig, wie ihr wisst. Liebe Freunde. Ja, jetzt sieht das irgendwie, hatte ich nämlich auch gemerkt, jetzt sieht das irgendwie so ein bisschen aus wie plötzlich so ein Western-Stil, den ich hier anwende, weil die ganzen Wände aus Holz sind. Aber ich wollte halt verschiedene Holzwände mal ausprobieren. Deswegen habe ich nachher diese Wand hier nochmal weggenommen, weil das ist zu viel Holz. Und ich will ja jetzt hier, und das da sieht sowieso aus wie Western, weil ich ja will ja keinen Western-Stil plötzlich haben. Das wäre ein Stilbruch, den ich nicht verantworten kann. Es geht natürlich, dass man Stile mixt in der Main Street, aber jetzt nicht plötzlich ein Westernhaus hier neben diesem urdeutschen Biergarten. Das passt natürlich nicht, deswegen kommt nachher das eine nochmal wieder weg. Dann habe ich hier schon mal Dächer drauf gemacht und versucht, dass das einigermaßen auch andockt quasi an das Biergartenhaus. Und die Dächer sind jetzt auch nicht so wichtig, aber es gibt halt für gewisse Formen kein passendes Dach und ich habe auch keinen Bock, wieder Milliarden von Teile zu opfern, um ein eigenes Dach zu machen. Nee, das muss nicht sein. Deswegen sind die Dächer halt, ja, die Dächer sind halt vorgefertigt und manchmal hat man ein paar Kanten drin, aber das ist nicht weiter schlimm. Das ist nicht weiter schlimm, solange das nur Kulissen sind, wie ich finde. So, und wie gesagt, hier habe ich dann wieder eine Stuckwand reingezogen, weil, wie gesagt, es kann nicht alles aus Holz sein hier, das sieht blöde aus. Und deswegen hier nochmal eine Stuckwand. Aber am Ende, da bin ich auch noch gar nicht angelangt, an den beiden linken hier. Bis jetzt habe ich nur das eine Holz, das erste Holz und das zweite Mini-Haus gethemt. Und damit bin ich schon einigermaßen zufrieden. Aber ein bisschen mehr Leben wird da noch reinkommen, definitiv. Sondern war mein Plan, ich wollte zwei Fenster hier in dieser kleinen Häuserschlucht kreieren, wo so eine Leiter ist, die dann von dem einen Fenster zum anderen geht, wo halt nachts der Ralf rüberklettert zu seiner angebeteten Ralfine und irgendwie sowas. Ja, kennt man doch so eine Geschichte. Ja, wollte ich hier einfach mal machen. Es gibt nur leider keinen Ralf oder Ralfine, die ich auf die Leiter platzieren könnte, was aber auch nicht weiter tragisch ist. Es funktioniert wahrscheinlich auch so. Es muss ja nicht jemand auf der Leiter rumkraxeln, oder? Es soll einfach nur andeuten, dass da auf jeden Fall dass da Leute, über die Leiter von dem einen Haus ins andere gehen. Warum sie das tun, sei mal dahingestellt. Es soll halt einfach, ihr wisst es doch, es ist ein Vergnügungspark, man muss immer was zu sehen haben und wenn die Leute dann die Kulisse hochgucken, dann soll das nicht einfach nur eine Häuserschlucht sein, sondern die müssen dann denken, guck mal, eine Leiter zwischen den Fenstern, da geht der eins zu dem anderen oder was, sowas. Ne? Muss man immer drauf achten, muss immer ein bisschen was zu sehen geben, das ist ganz klar. Und das habe ich versucht, hier mal wieder anzuwenden. Weiterhin habe ich versucht anzuwenden, Dachüberstand. Das macht das Ganze einfach dreidimensionaler und lebendiger, wie ich finde. Sowie der Dachüberstand, der quasi nach links und rechts eines Hauses den Giebel umspannt, sowie aber auch der Dachüberstand, der das Dach nach unten hin weiterführt. Weil das soll nicht bündig zur Hauswand sein. Das finde ich, sieht immer ein bisschen blöder aus. Und das habe ich dann auch hier wieder mal gemacht. Natürlich in derselben Farbe, hoffe ich. Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine schon. Waren die vorgefertigten Farben? Nicht mehr ganz sicher, liebe
Freunde, nicht mehr ganz sicher. So, dann ging es an die Verkleidung des Hauses hier. Ihr wisst natürlich jetzt wieder nicht, wo geht's hin, was macht der hier schon wieder? Wie sieht das denn bitte am Ende aus? Was kommt dahinter hin? Das weiß ich, was dahinter kommt, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich wollte, mein Ziel war jetzt hier, vorne ist ja jetzt so ein Rasenplatz neben dem Biergarten. Und da soll so ein bisschen so ein kleiner Weg hin, der quasi die Häuser miteinander verbindet, wo man aber jetzt als Parkbesucher nicht lang gehen kann. Das soll so eine Art Kulissenweg soll dahin. Der dann schön ein bisschen mit Blumen versehen wird, dass alles einigermaßen schön aussieht. Aber dazu kommen wir später noch. Werden wir auf jeden Fall den Anfang des Weges schon mal sehen. Eigentlich hatte ich erst gedacht, hier ringsrum um die Teetassen so ein Städte-Feeling machen. Ja, also wirklich so Stadt, also hohe Gebäude, so wie das Hotel auf der einen Seite quasi. Stadt Main Street so ein bisschen. Aber den Plan habe ich umgeworfen. Es wird verschiedene Arten von Gebäuden geben, die die Teetassen umrunden. Die andere Seite muss ja natürlich auch noch gemacht werden. Und ich weiß noch nicht, was da alles hinkommt. Damit hier so ein bisschen auch Variabilität reinkommt. Denn sonst, wenn jetzt alles die gleichen Häuserarten hier reinkommen, dann sieht das komplett komisch aus. Und deswegen habe ich hier gedacht, jetzt kommen hier ein paar Holzhäuser hin. Auf die andere Seite werden dann vielleicht weiterhin Stuckhäuser kommen oder was weiß ich was für Häuser. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall muss halt eine gewisse Variabilität geboten sein, liebe Freunde. Und die habe ich versucht hier anzuwenden. Ja, zumindest schon mal den Anfang gesetzt. Und man weiß halt, wo es dann hingeht. Von den Teetassen selber, hatte ich vielleicht auch schon mal erwähnt, kommt kein Weg, der jetzt weitergeht. Das ist eine Sackgasse. Also man kann sich hier um die Teetassen bewegen, man kann in die Teetassen rein, man kann hier hinten sich natürlich in den Biergarten setzen. Und dann gibt es links und rechts vielleicht noch Shops und halt irgendwelche... Ja, vielleicht machen wir da noch irgendwelche so Buden hin oder so, habe ich überlegt. Was weiß ich, eine Werfbude oder irgendwie sowas. Aber muss ich dann selber erstmal kreieren. Das ist natürlich vielleicht auch nicht so einfach. Aber das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, und dann wollte ich hier einen Zaun machen. Hier, das muss ja gemacht werden. Wie gesagt, der Bereich zwischen Biergarten und dem Kringel, ja, dem Teetassenkringel, der muss natürlich gemacht werden. Und da habe ich hier mal begonnen mit einem Zaun. Diesmal ein bisschen anders, als ihr das von mir gewohnt seid. Ihr kennt ja meinen Zaun. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich hatte mir dann im Nachhinein noch überlegt, die jeweiligen Holzflöcke hier noch so ein bisschen anzuheben und wie gesagt, meine Welle da wieder reinzubringen. Weiß ich nicht. Wollt ihr das? Wollt ihr das nicht? Das habe ich hier beim Brunnen auf jeden Fall gemacht. Sehen wir gleich. Aber soll ich das da hinten auch machen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Könnt ihr mir schreiben, wenn ihr das wollt. Dann mache ich das noch. Ansonsten, hier wird, ihr seht das natürlich am Wasser in Anführungsstrichen natürlich, es ist ja wieder mal Fake-Wasser. Denn da bietet Planet Coaster halt noch nicht das, was man will. So kleine Wasserbassins wären eigentlich ganz geil, aber das gibt's halt noch nicht. Apropos gibt's noch nicht, es gibt jetzt bald endlich Glas. What the fuck? Es kommt bald das Studio Pack. Heißt es Studio Pack? Ich glaube, es heißt Studio Pack. Wenn es nicht Studio Pack heißt, nenne ich es jetzt Studio Pack und ihr befolgt meine Anweisung und nennt es auch Studio Pack. Es wird Studio Pack heißen. Das kommt bald raus und da wird es Glas geben. Ich finde, ja, dieses Studio-Ding ist jetzt nicht so meins tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das anwenden werde irgendwie. Ich bin nicht so der Show-Fan und ich bin auch nicht so der Fan von diesen Studioparks, ist nicht so meins. Finde ich nicht so geil. Aber vielleicht sind da viele Teile drin, mit denen man natürlich auch andere Sachen machen kann und nicht nur Studio. Das finde ich ganz geil. Und auf neue Teile bin ich natürlich immer gespannt. Ihr werdet natürlich, denke ich, auf meinem Kanal eine Zusammenfassung, hatten wir auch schon bei dem Adventure Pack, hatte ich das ja schon gemacht, des Studio Packs geben. Da könnt ihr euch natürlich drauf freuen. Das werde ich euch präsentieren und natürlich für euch angehen. Das ist doch ganz klar. So, dann seht ihr hier schon mal die Grundform, was ich mir gedacht habe bei dieser Art von Übergang. Habe ich insgesamt einen großen Fehler gemacht. Ich habe erst den Weg gebaut, ne, den Biergarten quasi da oben. Und dann es wäre alles viel einfacher gewesen, hätte ich hier angehoben, ne, das Terrain. Das kann man jetzt nicht mehr, weil da Weg ist. Und das kann man nicht machen. Unter dem Dings kann ich das nicht anheben. Keine Ahnung warum oder ob ich blöd bin. Weiß ich nicht. Und deswegen muss ich das hier mit Steinen zukleistern. Ich wollte jetzt auch nicht den ganzen Biergarten wieder abreißen. Das ist natürlich noch mehr Arbeit dann. Deswegen habe ich das dann jetzt hier mit Steinen gemacht. Auch nachher an der linken Seite. Aber ich finde das Ergebnis eigentlich ganz, ganz schön.
dass das hier so mit Steinen aufgeschüttet ist, macht den Gärtnern natürlich weniger Arbeit, ist vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen realistischer, als wenn das jetzt halt ein Hügel ist. Ich hätte es auch gern mit einem Hügel gemacht, aber ist halt nicht. Ist halt nicht. Es ist jetzt mit Steinen gemacht und das macht das Ganze tatsächlich aber auch noch ein bisschen lebendiger, wie ich finde, als wenn das jetzt ein glatter Hügel wäre, wo ich dann die Pflanzen draufsetze. Von daher kann man das machen. Ist in Ordnung. So, da habe ich hier schon mal so einen Blütenbaum hingesetzt mit meinem vorgefertigten hier Blumenpott. Aber der wird nachher nochmal weggemacht. Der ist mit so klobig da drin. Der verdeckt auch die komplette Sicht auf alles. So, und dann geht's hier an die Verschönerung mit Blumen, liebe Freunde. Ja, natürlich. Blumen sind das Wichtigste, ja, an Planet Coaster. Oder? Sind noch wichtiger als Achterbahn. Wer braucht schon Achterbahn? Liebe Freunde. Ich wurde ja letztens wieder gefragt, wann kommt denn endlich die erste Achterbahn? Ja, Leute, ich will ja auch. Ich will ja auch. Und ich kann es aber nicht sagen, weil ich kann die nicht einfach irgendwo hin platzieren, wo sie vielleicht gar nicht hin soll. So. Deswegen, ich muss natürlich ein gewisses Grundgerüst an Infrastruktur schaffen, um die Achterbahn bauen zu können. Ich weiß auch noch nicht welche, ich weiß auch noch nicht in welchem Theming, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß so viel, wie ihr jetzt gerade wisst, denn ich baue halt immer drauf los, ne? Und es entwickelt sich dann halt einfach irgendwann. Und da muss man halt sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und man weiß es eben nicht genau. Man weiß es nicht genau und das ist doch auch der Reiz. Oder ist es der Reiz? Ich finde es schon der Reiz. Wo geht's hin? Also ich habe dann immer so im Kopf, irgendwann mal die ganzen Funnybee-Folgen nochmal aneinander zu reihen und noch viel schneller laufen zu lassen. Das wird auch mal geil. So, dass man wirklich noch einen richtig geilen Überblick hat über alles. Ja, das wäre auch was. Aber das ist viel Arbeit. Kann das nicht mal irgendjemand von euch machen? Scherz, mache ich schon selber, keine Sorge. Falls es mal dazu kommt. Aber noch sind wir erst bei Folge 24. Wobei, was heißt eigentlich erst? Das ist schon eine ordentliche Menge, ne? Das ist mittlerweile auf jeden Fall der längste Sandbox-Mode. Ich glaube, Teil 3, der dritte Teil des Sandbox-Mode, der ging nur 19 Teile oder so. Nicht mehr ganz sicher. Und da waren auch Teile dabei, wo ich live gespielt habe, wo ich nicht geschafft habe, genug Material zusammenzubekommen, als dass ich das beschleunigen könnte. Das gab es natürlich auch. Aber hier ist jetzt mittlerweile der längste Sandbox-Teil. Das ist doch auch was Schönes. Das ist doch auch was Schönes. Das freut mich, dass ihr auch so schön dabei seid, ne? Und das auch willkommen heißt. Hier auf meinem Kanal, der Funnybee-Mode. So, ja, die andere Seite muss natürlich, ihr merkt, dass ich gerade so abschweife, aber die andere Seite passiert jetzt eigentlich nur dasselbe wie auf der Seite. Theming. Und zwar in derselben Art. Es wird ein Spiegelbeet sein. So nennt man das. Wenn ein Beet dem anderen gleich, nennt man das Spiegelbeet. Habe ich gelernt auf meiner Beet-Exkursion. Ich habe natürlich eine Beet-Exkursion gemacht, wo wir Beete bestellt haben. Das hat man bei Beeten auch bestellt. Das hätte ich auf der Beet-Exkursion mal fragen können. Natürlich bildet man sich ja man bildet sich ja für Planet Coaster immer weiter. Deswegen geht man auf Beet-Exkursion. Und ich meine jetzt nicht beten. Um Himmels Willen, ich gehe auf keine Beet-Exkursion. Wer betet denn? Kein Mensch betet. Also kein normal tickender Mensch jedenfalls. nein, eine Beet-Exkursion mit 2e. Ja, wo man lernt, wie man Beete anlegt und bestellt und wie schön Beete sein können, was man an Beeten so hat, was der Welt fehlen würde, hätte man keine Beete, wo kommen Beete her, gibt es in der Stadt Bethlehem auch Beete? man weiß es nicht. Ja, sowas lernt man halt in diesem Beetkurs. Ich habe aber auch einen Zaunkurs besucht, einen Springbrunnenkurs besucht, Wegkurs natürlich und auch diverse Architektenkurse, damit ich hier ein bisschen was auch aus dem Nähkästchen plaudern kann. Natürlich, solche Kurse sind dann finanziert von YouTube, beziehungsweise in dem Falle sogar von Planet Coaster selber. Die wollen natürlich, dass die Kreateure gut gebildet sind und auch gut an die Sache rangehen können. Das ist ganz wichtig. Ja. So, jetzt kommt hier der Weg, den ich angedeutet hatte eben. Mit diesen komischen Märchensteinen, die kennt ihr ja schon. Jetzt sieht das natürlich aus wie, what the fuck macht der denn da? Aber das wird natürlich nachher, werdet ihr merken, ach, das macht der da. Mhm. Das soll das werden. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen gleich. Da bin ich gespannt drauf, wie ihr das findet, ob ihr das okay findet. Ich finde das halt so ein bisschen, irgendwie hat mich das so ein bisschen an so eine Auenlandschaft, so ein bisschen wie Hobbingen, ja, soll das sein. Natürlich nicht wie Hobbingen, weil die Gebäude sind komplett anders,
aber hier so ein Hügelweg, der hier so runtergeht. Fand ich ganz nett, wollte ich unbedingt so machen. Und jetzt kommt nämlich hier, ihr seht das schon, dass ich da hinten am Weg nicht weiter hoch kann. Aber hier kann ich natürlich das Terrain-Tool mal wieder benutzen. Habe ich ja auch schon wieder länger nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, ich muss mir das merken, dass ich, wenn ich Wege baue, dann nicht mehr das Terrain-Tool benutzen kann. Also lieber erst das Terrain-Tool und dann die Wege drüber legen. Macht mehr Sinn und sieht vielleicht sogar auch besser aus, wenn die Wege dann da drüber liegen. Weiß man nicht. Guck, hier kann ich jetzt nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Es geht nicht. Es ist einfach geblockt. Und ich weiß nicht, ob ich das entblocken kann. Mit Szenerie oder Oberfläche sperren hat das nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob es in den Optionen vielleicht noch irgendwas gibt. Deswegen musste ich es halt hier wieder mit Steinen voll machen. Blieb mir nichts anderes übrig, liebe Freunde. Was soll man machen? Ich hätte auch lieber das Terrain-Tool benutzt, alleine ob der Tatsache, dass das Terrain-Tool nicht so viel Kapazität frisst wie jeder Stein, den ich hier platziere. Aber es ist nun mal nicht anders möglich, deswegen als hier Steine. Wow, ich sehe gerade da unten die Folge, genau 19 Minuten. Krass. Ha, genau. Auf den Punkt. Auf die Millisekunde. Krass. Krasser Typ. So, dann kommen hier so abgeranzte Zäune hin. Das passt, finde ich, ganz gut. Hatte ich gedacht, selber welche, aber es gibt zu wenig Stöcke. Ich habe mir was zusammengeklabustert, aber das sah so scheiße geleckt aus. Das sah zwar so ähnlich aus wie der hier, aber eben hier ist die Textur viel geiler. Deswegen habe ich jetzt mich entschieden, diese Dinger zu nehmen. Aber warum auch nicht? Man kann ja auch mal vorgefertigte Zäune nehmen. Muss ja nicht alles selber bauen. In dem Falle hier eben diese Zäune. So, und dann kamen hier auch noch so ein paar Steine, damit man das als Abschluss und ein bisschen Wegbegrenzung hat. Fand ich ganz okay. Dann wird das Ganze natürlich noch grün gemacht. Und der Weg geht natürlich noch hinten weiter zu den anderen beiden Häusern, die ich jetzt noch nicht gefilmt habe. Das wird dann in der nächsten Folge passieren. Ganz klar. Und dann natürlich Blauregen. Blauregen ist, glaube ich, sogar die beste Pflanze, oder? Blauregen ist die beste Pflanze im Game. Es wächst zwar wie die Hölle, an meinem Elternhaus war Blauregen oder ist noch Blauregen und da muss jedes Jahr so viel weggemacht werden. Alter, das wächst einfach wie die Scheiße, das Zeug. Boah, muss ich mich mal kurz drüber aufregen. Ich musste da immer auf mega hohe Leitern und dann den Blauregen abmachen im Herbst. Boah, krass. Und das wuchs trotzdem wieder komplett voll. Also Blauregen ist schon, aber es ist mega schön. Blauregen ist mega schön. Genug über Blauregen, das habe ich in einem Blauregenkurs gelernt, alles über Blauregen. Da hat es aber dann auch geregnet und der war nicht blau, der war durchsichtig. Aber das ist eine andere Geschichte. Da wollen wir uns wann anders drüber unterhalten. So, und jetzt geht's hier wieder in den Realtime-Modus und ich habe einfach nur mal angemacht, um das Gebaute nochmal zu begutachten. Denn es ist eigentlich ganz hübsch geworden und mittlerweile wird das doch hier langsam. Und auch die Kritik, dass vielleicht die Pergola hier ein bisschen zu dick ist, die, glaub, Bernie immer angebracht hatte, relativiert sich dann auch, wenn man jetzt sieht, dass viele Sachen auch verdeckt werden durch Blumen. Und das wird natürlich oben auch noch ein bisschen passieren, definitiv. Da kommt noch ein bisschen was hin. Von daher werden wir sehen, ob das dann letztlich zu klobig ist oder nicht. Bis jetzt geht es noch, finde ich. Und da kommt natürlich halt, wie gesagt, auch noch viel, viel dazu. Es wird sich noch viel, viel tun. Hier das schöne Kunstwerk. Ach, wir lieben es. Wir lieben es. Und nein, diese Körbe hier werde ich da auch lassen am Biergarten. Ich finde, die passen da hin. Ich finde das nicht schlimm, dass die da sind. Natürlich kann man was Eigenes machen, aber ich muss auch, wie gesagt, ein bisschen an die Teile denken. Und jetzt werde ich mich von euch verabschieden, denn jetzt neigen wir uns zum Ende der Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr seht jetzt, wo es langsam hingeht hier. Jetzt sieht das alles doch schon ein bisschen lebendiger aus und ein bisschen schöner aus. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier bei der Parkshow, wollte ich schon sagen, bei Fundibee. Ciao, Leute, macht's gut!